Ich hatte die UFO-Disk zwar eben schon ausgewählt, aber das Spiel meint, mich verarschen zu müssen. Aber okay. Nee, wahrscheinlich dürfen wir dann in kein anderes Haus mehr gehen, damit das funktioniert. Ja, wie gesagt, ein bisschen was brauchen wir jetzt noch. Storymäßig wird noch ein bisschen was kommen. Nicht mehr so viel, aber ich warte, wie gesagt, noch auf was. Es kann auch sein, dass ich mich da vertue und dass man für den letzten Abschnitt, den man hier hat, wirklich noch alle Krypto-Pokémon befreien muss, die es gibt. Also nicht die es gibt, sondern die man jetzt gefangen hat. Aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich das gemacht hätte beim ersten Mal durchspielen. Wir fahren mal nach Phenak. Phenak ist schön, ja. In Phenak gibt es jetzt übrigens auch noch ein Kolosseum. Das könnten wir ja auch nochmal machen, wenn wir jetzt nichts bekommen. Ah, doch, eine Mail. Wunderbar. Das wollte ich doch eigentlich nur erreichen. Mail. Mails an Sozi. Was fällt dir ein, Sportler Spurti? Ich bin Spurti aus Phenak. Was fällt dir ein, mich mit einem Pokémon anzugreifen, wenn ich in aller Unschuld meine Runden um den Brunnen drehe? Du bist eine Schande für alle, die sich Pokémon-Trainer nennen. Oh oh. Ja? Okay. Es ist Spurti, der in Phenak um den Brunnen rennt. Also, ich gehe mal davon aus, dass es der hier ist. Von daher, Hallöchen. Ja, diese Mail ist von mir. Wieso hast du mich angegriffen? Machst du sowas auch mit anderen Trainern? Nö. Die glaube ich kein Wort mehr. Ja, dann halten wir dich einfach auf. Tippi, stell dich in den Weg. Halt ihn auf. Genau. Trotzdem, ich habe jetzt mal gerade das angesprochen mit dem Kolosseum Phenak. Moment, nee, ich wollte schon sagen, wieso steht der da unten vor der Tür? Und deshalb gehen wir jetzt auch einfach mal in das Kolosseum rein. Ja. Bin ich einfach mal für. Ich meine, allzu lange kann es ja nicht mehr dauern. Aber ich möchte auf jeden Fall hier noch einmal teilnehmen, wobei ich glaube. Herzlich willkommen im Stadion von Phenak. Willst du am Turnier teilnehmen? Teilnahme. Du nimmst also teil? Willst du mit dem Pokémon-Team antreten, das du im Moment dabei bei dir hast? Jo. Moment mal, Sozi. Ich glaube, du solltest nicht mit Krypto-Pokémon antreten. Setze lieber nur normale Pokémon ein, in Ordnung? Ja, okay, gut. Aber zunächst mal. Also, wir sollen nur normale Pokémon einsetzen. So haben wir das verstanden. Ich schiebe jetzt einfach noch eine Episode dazwischen mit dem Kolosseum. Und eine Sache will ich auf jeden Fall auch noch machen. In Emeritai. Ja, das war da oben, genau. Da können wir natürlich noch Dumpleplex und Skorgla befreien. Das haben wir noch gar nicht gemacht. Und ganz einfach aus Solidaritätsgründen möchte ich das auch machen. Ja, PDA, wir bekommen noch eine Mail. Mails an Sozi. Liste komplett, Byte aus Orcus. Ich bin's, Byte. Ich habe die Liste der Krypto-Pokémon vollständig analysiert. Das letzte Krypto-Pokémon auf der Liste ist Togetic. Das war's. Damit sind alle Daten von der CD-ROM gelesen, die du mir gegeben hast. Wow. Aber eines bleibt noch über, und zwar ein Togetic. Ja, und das wird das letzte Krypto-Pokémon in Pokémon Kolosseum sein, tatsächlich. Ich weiß nicht, ob es euch ja wehtut, dass es jetzt bald zu Ende ist mit Kolosseum. Aber ja, wie gesagt, es bietet sich ja noch an, den Nachfolger zu spielen, Pokémon XD. Aber dazu werde ich dann erstmal eine längere Pause mir genehmigen, weil zu viel Pokémon tut nicht gut. Nee, das ist darf man nicht nehmen. Skorgla, dich werden wir jetzt noch befreien. Du hast uns immer tolle Dienste geleistet, mehr oder weniger zumindest. Tür ist offen. Finte. Erreicht Level 44. Versucht Kreideschrei zu lernen. Kreideschrei ist eine immer behinderte Attacke. Damit kann man die Verteidigung vom Gegner zwar stark senken, aber ich bin nicht so derjenige, der anderen die Werte kaputt machen will, lieber derjenige, der reinhaut. Aber Finte haben wir noch gelernt, die dürfen wir von Nachtara sogar noch kennen. So, und Dumpleplex bitte auch noch befreien. Ich weiß nicht, ich glaube, sonst konnten wir niemanden befreien. Panzereron wäre wahrscheinlich der nächste gewesen. Aber ansonsten, nö. Das war's so ziemlich. Erinnert sich wieder an Attacke Erstauner. 6000 EP erhält ein Band. Juhu. So. Und hier mysteriöse Sanktuarium, bla bla. Gut, jetzt müssen wir eigentlich nur unsere Pokémon wieder austauschen. Und danach, ja, was müssen wir danach eigentlich machen? Das ist eine gute Frage.
Ah ja. Man wird immer genau dann von den Nachrichten zugespammt, wenn man sie braucht. Das ist doch sehr schön. Wer ist das? Watt aus Orkus. Ich bin's, Watt aus Orkus. Ich habe ein Foto von dir, wie du gerade jemanden angreifst. Sozi, was fällt dir ein, mit einem Crypto-Talker-Tick Menschen anzugreifen? Moment. Wir haben kein Crypto-Talker-Tick. Ja, das war Spurti. Der Athlet. Und das sieht uns derjenige, der andere, der das Crypto-Talker-Tick befehligt, sieht uns sehr ähnlich. Aber, wir haben Alibi, wir haben alles auf Video. Ich weiß nicht, ob das in den Gerichten hier zählt, aber ich behaupte einfach mal eher weniger. Zumal das Video ja auch noch von einer Kraft außerhalb des Pokémon-Universums kommt und naja. Das ist so, wie wenn man vor Gericht argumentiert, ja, Gott hat's gesehen, ich war's nicht. Ich glaube, das zählt nicht so ganz. Aber okay. So, jetzt gehen wir ins Pokémon Center, genau, und holen uns dann mal ein paar Nicht-Krypto-Pokémon für Panzereron und Despotar, genau. Das waren die beiden. Aber wir sehen hier, wir haben schon noch ziemlich viele Krypto-Pokémon hier insgesamt. Wow, das ist echt eine Menge. Und ja, eine Sache möchte ich jetzt noch ansprechen. Ich sollte ja das Kolosseum, was nicht im Story-Modus ist, durchspielen. Ich habe mich jetzt dafür entschieden, ja, ich mache es. Wenn man dieses Kolosseum durchspielt, bekommt man Ho-Oh. Insofern, aber nur, wenn man alle Krypto-Pokémon befreit hat. Das werde ich wiederum nicht machen. Das heißt, wir werden nicht sehen, wie ich Ho-Oh bekomme. Ich kann euch nur sagen, ja, wenn wir es durchgespielt haben und alle Krypto-Pokémon befreit hätten, dann hätten wir jetzt Ho-Oh bekommen. Das ist zwar ein klein wenig hypothetisch nur, aber ich kann es an der Stelle leider nicht vermeiden. Hä? Suicune sah irgendwie gerade nicht nach Krypto aus, aber naja, okay. Ja, ich kann es leider nicht vermeiden. Das tut mir wirklich leid, aber was will man machen? Ich muss es so machen. Ansonsten wäre mir das ein bisschen zu viel Arbeit insgesamt, weil ihr seht, wie viel Krypto-Pokémon. Wir haben ja da sogar noch mal beim Speichern noch eine tolle Funktion, wo wir das sehen können. Erlöste Pokémon hätten wir jetzt 7. Und gekrallte Pokémon hätten wir jetzt 48, weil wir das Potrot noch gefangen haben. Heißt, wir müssten noch 41 befreien und das ist schon. Boah, das dauert schon lange. Also ich habe das einmal gemacht und es hat schon eine Weile gedauert, tatsächlich. Aber naja gut. Daran muss man sich wohl ja mal festsetzen, wenn man das wirklich machen will. Und ein zweites Mal habe ich jetzt einfach nicht vor. Das verzeiht mir bitte. Wir werden das Kolosseum noch durchspielen, aber wie wir Ho-Oh wirklich bekommen, kann ich nicht zeigen. Das tut mir leid. So. Herzlich willkommen. Ja. Pokémon Arena des Stadions durch die Türen auf der rechten und linken Seite. Viel Erfolg, erster Platz und so weiter. Das hätte ich jetzt vielleicht auch noch vorlesen können. Das war ja neu, aber naja, ist jetzt nicht so wichtig. Es sind random Figuren hier. Stadion Phenak. Duell 1. Das Stadion Phenak gefällt mir irgendwie, muss ich sagen. Gerade auch was die Wasserfälle betrifft und so weiter und so fort. Nebenbei, ne, Moment. Ich liebe K.O.-Turniere. K.O.-Turniere sind einfach ganz einfach spannend. Schnösel Arzul. Ja. Was wollte ich noch sagen? Genau. Es gibt auch noch das Kolosseum Orkus und Pyritus, was wir eigentlich auch noch hätten durchspielen können. Ich weiß nicht, haben wir. Also Pyritus haben wir einmal durchgespielt, das weiß ich noch. Aber ich glaube, die Gegner in den Kolosseen, die werden auch mit den eigenen Leveln stärker. Kann das sein? Oder zumindest, ich weiß, na, oder auch nicht. Ich meine, wenn wir uns das hier angucken. Boah, wieso bin ich hier reingegangen? Das ist ja langweilig. Mann. Hätte mir doch mal jemand sagen können. Ja gut, wir kriegen hier auf jeden Fall noch ein TM. Naja. Gut, dass ich in diesem Let's Play nicht mit 100% geprallt habe, weil dann hätte man alle TMs irgendwie einsammeln müssen. Wieso habe ich jetzt Feuersturm eingesetzt? Bin ich echt so blöd und habe Feuersturm eingesetzt? Ich bin echt so blöd und habe Feuersturm eingesetzt. Oh, greif mir an den Kopf, ey, ganz ehrlich. Das, boah, das muss ja echt nicht wahr sein. So, wieso auch noch besiegt? Way, das war ja ein wahnsinnig spannender Kampf und gibt massig EP. Hust. Naja. Egal, damit müssen wir wohl leben. Jetzt bin ich wirklich K.O. Und dann sagt er noch einmal K.O.-Turniere. Ja, das sind die richtigen. So. Ich glaube, wir überspringen das Intro jetzt ganz einfach.
Na du, ich hab hier, das, dich habe ich hier noch gar nicht gesehen, aber egal, lass uns erstmal kämpfen. Wow, das wird jetzt ein schneller Text. Skater Grin. Ja, Pentara und Dodo. Wow, Level 40. Ey, Mann, sind die stark. Hm, meine Begeisterung hält sich irgendwie in Grenzen. Wie ihr vielleicht merkt. Ich habe gedacht, Phenak wäre wirklich nochmal stärker. Gerade aus dem Grund, weil wir hier ja alle Pokémon nicht Krypto-Pokémon haben müssen. Und da habe ich gedacht, ja, da gehen die schon von aus, dass man ein bisschen stärker ist im Spiel. Wobei, die gehen wohl davon aus, dass man schon so ab Level 50 sechs Stück hat, ohne, also die nicht Krypto-Pokémon sind. Kann man ja auch irgendwie verstehen. Also am Anfang hat man ja schon zwei mit Plusel, dann schon drei und dann müsste man eigentlich nur drei befreien und das kriegt man bis Level 50 eigentlich locker hin. Das haben wir ja, glaube ich, sogar geschafft, obwohl ich da diesbezüglich eigentlich keinen Wert drauf gelegt hatte, aber naja. Ich habe verloren. Bitter. So, Halbfinale und dann noch das Finale und dann widmen wir uns wieder auch wirklich der Story. Ah, mein Auftritt. Ich werde alles geben. Eine Herausforderung von Athlet Stamina. Boah, ich mag dieses Wort Stamina voll. Das erinnert mich irgendwie immer an Super Smash Bros. Melee. Den Stamina Mode. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Das war der Modus, in dem man eben so eine HP-Anzahl besitzt und, naja, Ausdauer quasi. Ja, das sind mal wieder zwei wahnsinnig starke Gegner. Mit Betonung auf zwei, also. Ich weiß auch nicht, warum trainieren die gegnerischen Pokémon, also ihre eigenen Pokémon, immer auf 40, aber fangen sich kein zweites. Na gut, vielleicht liegt es daran, dass es hier in dieser Region, in der Ore-Region, ja keine wilden Pokémon gibt. Von daher macht das dann irgendwie schon Sinn. Dann sind sie froh, dass sie überhaupt zwei Stück haben. Da gebe ich dem recht. Aber in den Editionen zum Beispiel kann ich das gar nicht verstehen. Da würde ich mir doch eher noch zwei Lushis kaufen. Nicht kaufen, sondern fangen, als so rumzulaufen. Aber beim nächsten Auftritt werde ich wirklich alles geben. Meine Fresse, du hast nicht mal eine Attacke machen können. Du hast den Kampf nicht mal beeinflussen können. Außer deine Pokémon hätten Fokusband gehabt oder so. Nanu, du bist nervös. Astrainer Leake. Oder Leak. Lead. 1337, ja. Hydropi und Zubat. Uhu. Das sind ja mal wieder sehr starke Pokémon. Ich behaupte mal, der hier hat sogar drei Stück. Mit Betonung auf sogar. wow. Boah, der hat wirklich drei Stück. Ne, Hydropi sollten wir vielleicht. Machen wir es lieber andersrum. Ist ziemlich egal, ob wir Zubat jetzt in sehr effektive reinhauen. Die dürften auch so drauf gehen. Ja, da seht ihr wenigstens nochmal Hydropi, den ich auch in diesem Let's Play schon mal angesprochen hatte. Ich weiß nicht, ob wir ihn vorher schon mal gesehen haben. Jedenfalls war das dann die Vorentwicklung von Zumpex. Mhm, genau. Den haben wir ja auch auf dem 100-Duellberg, ich glaube an Position 98 getroffen. Aber naja, das ist ja wunderbar, so wie es jetzt ist. Aber eine Sache kann ich noch erwähnen. Also wenn ihr die Krypto-Pokémon befreien wollt, also ihr selbst und dafür Tipps sucht, wie man das am besten macht. Also ich persönlich habe es so gemacht, dass ich mich immer dem Duellberg gestellt habe. Ganz einfach aus dem Grund, weil man da gleichzeitig noch Poké-Coupons bekommt, die man dann noch gegen Item eintauschen kann. Und dann halt immer die Areale aussuchen, wo man gerade so gewinnt. Das macht am meisten Sinn. Du hast wohl nur so getan, als ob du nervös wärst. Sowieso. Um meinen Gegner nervös zu machen, ist doch klar. Herzlichen Glückwunsch für deinen Sieg. Was für ein fantastischer Kampf. Und das Preisgeld beträgt 11.000... Wow, Poké-Dollar. Hier, bitteschön. Und TM18 ist der Preis für den Champion. TM18. So, was ist TM18? Ich glaube, irgendein Scheiß. Oder? Regentanz. Boah! Es war mir irgendwie klar. Ich meine, guckt euch die Umgebung an, aber ich habe schon damit gerechnet, dass es sowas in der Art wird. Oder eine Wasserattacke zumindest, die uns absolut null bringt, weil wir ja sowieso kein Wasser-Pokémon haben, kein starkes. Und Tornupto, dem kann man es kaum beibringen. Psyana glaube ich auch nicht, dass eine Wasserattacke erlernen wird, aber naja, gut. Ne, Sporty, wo mussten wir jetzt hin? Wir mussten hier hin? Mit dir will ich nicht mehr reden. Okay, das ist irgendwie verständlich. Ja, wir haben jetzt das Bild bekommen. Das war ein Phenak. Okay.
Ich weiß allerdings schon, wo wir hin müssen. Ich weiß nicht, ob wir da jetzt schon hin müssen. Wir müssen in die Wüstenbar. Ich glaube, das spoilere ich einfach mal.